der Löwe brüllt, ist es genau, Moment, 12 Minuten vor Spielbeginn. Und damit kommen wir zur Mannschaftsausstellung unserer Braunschweiger. Mit der Nummer 12 im Tor, Marco. Mit der 3, Paul. Mit der 6, Erwin. Mit der 7, Fabio. Mit der 9, Raja. Mit der Nummer 11, Levi. Mit der Nummer 19, Leon. Mit der 21, Kevin. Mit der 27, Sven. Mit der 39, Robin. Mit der 44, Johann. Und unsere Ersatzung auf der Bank heute im Schnelldurchlauf. Mit der Nummer 1, Grill. Mit der Nummer 4, Nikolaou. Mit der 5, Ivanov. Mit der 10, Owen Schütz. Mit der 15, Marie. Mit der 17, Polter. Mit der 22, Spielbekehle Sanchez. Mit der 25, ist vor 150 Jahren der Fußball in Deutschland erfunden worden. Und da haben wir den Mann, der ihn symbolisiert mit dem Namen Konrad Koch. Der kommt jetzt durch unser Stadion, schwenkend zwischen Block 14 und 15, Konrad Koch. Wie gesagt, vor 150 Jahren fand das mutmaßlich erste Fußballspiel auf deutschem Boden statt. Wer den Film gesehen hat, gibt es ja den großen Traum von Konrad Koch. Ansonsten vom Naturhistorischen Museum steht eine Gedenktafel. Da wurde das erste Mal gekickt in Braunschweig. Der Mann Konrad Koch, der war eigentlich Pauker für Geschichte und alte Sprachen, Albertino Catrileum. Und er hat im Studium das gesehen und gesagt, probiere ich mal. Das war so am Anfang ein bisschen mehr Rugby. Dann hat sein Schwiegervater gesagt, so geht das alles gar nicht. Und hat die ersten Regeln geschrieben für Fußball. Und das war natürlich auch die Geburtsstunde des ersten Fußballvereins in Deutschland, der an einer Schule damals gegründet wurde. Konrad Koch ehren wir heute mit seinem Auftritt hier. Er kommt da, wenn er um die Ecke kommt, für die Ehre des Fußballs bitte ich um einen Applaus für den Mann. Danke. Also hochhalten. Im Herbst 1874. Es ist wichtig, den hier vorliegenden Regeln die Bemerkung voranzuschieben, dass diese nun zum ersten Male der deutschen Jugend in einer Form dargeboten werden, die es ermöglicht, das englische Football-Spiel auf den Spielplätzen unserer Jugend einzubauen. Die haben wir gedreht, die sie da hinten gespielt haben. Ah ja. Gar keine Pötten an. Die Uhr kam in die 67. Minute, Flanke in die Mitte und Rudelstürmer Moll verwandelt zum 3:1. Regel 4. Einmal wird gewonnen, wenn der Ball zwischen zwei Mahnstangen unter der Querstange durchgetrieben wird. Neu war zumindest der Name, der am Samstag als Magnet auf die Fußballfreunde wirkte, die Bundesliga. Regel 47. Alles Schlagen, Treten und Beinstellen ist verboten. Wer diese Regel betritt, ist zunächst vom Kaiser zu verwarnen, fühlt er sich dann nicht vom Spielplatz zu verweisen. Wirft zu 0 diese Einstellung gleichzeitig das höchste Spielergebnis der Fußball-Bundesliga.
Klasse erhält ein Siegeszeichen, das sie bis zum nächsten Wettspiel bewahrt. Der von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Behauptung, das englische Fußballspiel eigne sich nicht für unsere deutsche Jugend, stellen sich die hierorts gemachten Erfahrungen geradezu gegenüber. Und es ist daher nur zu wünschen, dass anzustellende Versuche und eine vorurteilsfreie Prüfung auch an anderen Orten für dieses Spiel günstig ausfallen möchte.
an die Personen im Block 18 und 19. Mit eurem Verhalten gefährden Sie sich und andere Personen. Darüber hinaus kann euer Verhalten zu erheblichen Geldstrafen für euren Verein führen. Wir bitten euch deshalb eindringlich, sofort damit aufzuhören. Vielen Dank. Die Mannschaft, die wurden heute aus Bielefeld geleitet, kommt Kitzbühel von Eintracht Braunschweig und dem TVE Feldenhof. Und jetzt wünschen wir viel Spaß bei der Partie Eintracht Braunschweig gegen den Hamburger SV, präsentiert von DS Energy. Thank you.
Herr Spieler, bitte Nummer 9. Rajao! Neuer Spielstand, Eintracht. Und HSV. Danke.
und saubere Präsentiert bringen die heutige Zuschauerzahl. Eintracht Braunschweig bedankt sich bei 22.418 Zuschauern. Vielen Dank. Gegen den Schweigen kann man mal verlieren.